Hä, wir haben jetzt einen Nick und im TM ist Nico. Wieso ist der offen? Muka ist ausgestiegen, aber er hat ja keinen Schlüssel. Ist zu. Also der Nico, der ist freundlich gesinnt, der wird uns keinen Ärger machen. Genauso wie dieser Razor. Aber wir müssen aufpassen, weil ein Helikopter ist eben gelandet. Der hat dich von hinten beschossen. Ja, ja, da hast du aber einen davon umgebracht. Ganz normal ihre Arbeit weitergeben. Okay. Ja, nee, also, können Sie mal auf Ihre Liste gucken, ob ich da irgendwas stehen habe? Wenn ich da was stehen habe, dann können Sie jetzt hier nicht. Haben Sie denn etwas verbrochen? Sie haben eine Handvoll Sand gegessen, lese ich hier. Jo, ich hab's auch gelesen. Sergeant Booker, haben Sie das auch gelesen? Die Handvoll Sand? Schauen Sie mal auf die Wanted-Liste. Ja, also bei mir steht er nicht drauf. Nee, bei mir auch nicht, aber wir können den ein bisschen verarschen, oder? Ja. Okay, soll ich Ihnen den Tatbestand vorlesen oder wollen Sie sich stellen und beichten? Nehmen wir mal fest, aus Spaß. Sie wissen, dass sich das Strafmaß mildern würde, wenn Sie sich stellen würden. Ich stelle mich doch hier, aber ich möchte wissen, warum ich da drauf stehe. Das würde ich gern von Ihnen erfahren. Das müssen Sie ja wohl am besten wissen. Richtig. Ja, ich glaube, ich habe mich mal vergriffen und habe außersehen an der falschen Haltestelle gelandet. Aha, etwas genauer bitte. Wenn Sie schon ein Geständnis machen, dann ganz. Ich muss ja auch ehrlich zugeben, dieser Platz ist hier auch nicht freigegeben zum Landen. Das ist ein hohes Risiko für alle Arbeiter, an alle Salzarbeiter hier. Die hätten Köpfe abrasieren können. Also, ich gebe Ihnen jetzt die Chance, nochmal ein umfassendes Geständnis abzulegen. Los. Also ich glaube, ich habe aus Versehen Heroin gefahren, obwohl ich zu Holz wollte. Also da tut man sich schon mal. Da legt alles zu. Gut, ja, genauso habe ich das nämlich auch in der Wanted-Liste stehen. Das ist immer was ganz anderes als Helikopter falsch landen. Ja, was machen wir denn jetzt mit Ihnen? Weil mein Kollege Mucker hier hat einen entfernten Verwandten 300. Grades. Er ist an Heroinkonsum gestorben und er hat einen ziemlichen Hass auf Leute, die mit Heroin zu tun haben. Also, ja. Wie sind Sie denn zu dieser Tat gekommen? Was hat Sie angetrieben, solch ein schlimmes Vergehen zu durchführen? Ja, wie gesagt, also ich wollte zu Holz fliegen und bin eher gelandet. Aber das merkt man doch, ob man da jetzt nach Holz grapscht oder nach Heroin. Ja, also ich hab so eine, ich kann nicht gut lesen. Ich meine, heute ist es einmal kurz am Heroinfeld gearbeitet und morgen ist es einfach das World Trade Center kaputt springen. Du lachst auch immer so in-games das richtig an. So geil. Sie sind hier ein potenzieller Amokläufer, das können wir so einfach nicht durchgehen lassen. Ich würde mal sagen, halt, der steht überhaupt nicht auf der Wanted-Liste. Mucker, gib ihm 10.000 oder so und fertig. Wir werden Ihnen einen 10.000er Strafzettel ausstellen. Strafzettel. Damit sie sich Gedanken machen können und hoffentlich solche bösen Vergehen nie wieder durchführen werden. Ein Strafzettel fürs Falschpflücken. Weil sie sich gestellt haben und 10.000. Das Geständnis gegeben haben, 10.000. Oh, ich weiß noch nicht, ob ich so viel hab. Wie lange haben die Zeit zum Bezahlen? Ja, eigentlich so lange sie wollen. Da steht halt dann, die haben dann ein Fenster offen, ob sie ja oder nein drücken wollen. Ne, wenn die zum Beispiel nicht so viel haben. Dann muss er ablehnen, es geht nicht. Er kann es auch ablehnen. Und er hat bezahlt. Also gut, versprechen Sie uns in Zukunft, dass Sie mehr darauf achten werden, wonach Sie grapschen. Ja, verspreche ich. Schauen Sie mich bitte an dabei. Möchte ich nicht. Da kann ich Ihnen das aber nicht glauben. Moment, guck mal, was da eingegangen ist von TMS Sebastian. Ja, der braucht jetzt Hilfe. Aber der ist auch noch. Ich weiß nicht, ob das. Ihr Händler ist direkt über uns. Ja, dann gehen wir doch dahin, oder? Okay, gut, Nick. Machst du den frei? Ja, dann spielen Sie nicht beleidigen. Ich glaube Ihnen das. Nick, wir bedanken uns für Ihre Kooperation. Und ich hoffe, wir werden uns in Zukunft nicht mehr wiedersehen.
Einen schönen Tag wünschen wir Ihnen noch. Schnell rein mit dir, Mucke. Wenn wir jetzt schwere Geschütze ausfahren. Ja, aber das war ein Baum. Desink. Ja, dein Gesicht ist desink. Habt ihr deswegen so ein Auto genommen, weil man da öfters gegen einen Baum fahren kann? Ist es das Tudo-approved Auto? Nee, ich mag das Ding eigentlich erstens wegen der Wärmebildkamera und zweitens ist das Handling einfach super. Aber eigentlich nur für Sondereinsätze gedacht. Das war jetzt ein Sondereinsatz. Wärmebildkamera? Ja. Ja, da ist so ein kleiner Commander-Sitz und da kannst du mit dem mit der Kamera oben links. Ich dachte, du zockst hier Call of Duty so. sieht man nur Endgame, also in Ego-Perspektive, diese Wärme? Ja. Also du hast nicht eine einzelne Kamera oben. Ja, doch schon, aber du musst halt, wie wenn du in Scope wechselst, musst du in diese Kamera reinwechseln. Ja, aber ist das jetzt, guck mal, wenn ich jetzt in Ego-Perspektive gucke, ich kann dir auf dem Bildschirm dazu gucken. Ist das dasselbe, was du siehst, oder siehst du... Ja, das wäre dann dasselbe, nur wegen ruckliger. Okay. Okay, verstehe. 1,8 Kilometer. Bis wir da sind, ist vorbei. Egal, wir bekommen die noch. Da fehlt... Nee, okay, passt schon. Hier haben wir keine Serien, oder? Doch. Doch, ich glaube, es kam Blaulicht. Die Rede ja, aber kein Blaulicht. Doch, Blaulicht aber auch. Haben sie wieder. Ja, die Sportlimo hat auch wieder ein Blaulicht. Lol, mega leck. Das ist das... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war kein Desync, Junge. Also, hat aber keine FPS gerade. Also mit das war kein Desync, das war D-Skill. Mit normalen Autos kann man sowas nicht machen, oder? Nein. Boah, das ist in Ordnung, habt ihr was gesehen? Mit normalen Autos wäre es jetzt Feuerwehrjunge geworden. Feuerwehrjunge, 800 Meter. Boah, ein Feuerwehrjunge. Cool ist, das Ding kann auch im Wasser fahren. Was, 200 Meter? 600. Ja, Commander, kann es sein, dass man nicht mehr blitzen kann? Ist das irgendwie ausgepatcht? Ja. Ab dem nächsten Update soll es, glaube ich, wieder eingefügt werden. Also habe ich es auch gehört. Das hat Dominik irgendwie vergessen, ins jetzige Update zu übertragen. Was ich natürlich auch richtig geil finde, wenn der Blitzer... What the fuck? Oben auf dem Balkon. Ja. Scheiße. Noch 23%. Gib mir mal kurz Deckung. Ich heile. Nein! Ich bin tot. Ich hab alle getötet. Ich dachte, ich kann mit dem Taser Leute heilen. Ja, kannst du auch. Das sah nicht danach aus. Sorry, Perry. Okay, warte. Gasgranate. Ich hab eine Gasgranate geschmissen. Ich hoffe, die hat jetzt ein bisschen getroffen. Kevin, brauchst du Hilfe? Ja. Ja, ich bin hier direkt dran, aber ich sehe nicht, von wo der schießt. Oben. What the fuck? Leg die Waffen hin! Scheiße. Alter. Oh Gott. Vom Feld aus? Ja, vom Feld aus. Schmucker, pass auf. Fuck, Schmucker, der steht an der Treppe, der steht an der Treppe, pass auf, ich bin tot. Der steht oben auf der Treppe und guckt runter. Okay. Kann schon 50 Kaliber so sein. Da ist jemand mit einer illegalen Waffe. War eben vor mir. Der beim Betonbau, die sind beim Betonbau. Einer mit einem Quad, Jesus, ja. Soll ich aussteigen? Oh, der schießt auf uns, der schießt auf uns. Ja, die sind bei diesem Betonbau, Kevin. Okay. Warte, ich fahr uns erst Feuer ein bisschen dran und dann stürmen wir. So, alle aussteigen. Er hat jetzt auf uns geschossen. Ja, alle, die da drin sind, einfach erschießen, Jesus und so weiter. Alle mal aussteigen, zack, zack, zack. Warte, ich werf Gas. Oh, ich werd geschossen. Von, wisst ihr von wo? Ja, ja, da von ist weiter Haus. Links. Das Auto sei sicher, hast du gesagt, ne? Ja, eigentlich schon. Okay. Komm mal in eure Richtung, ich habe hier einen Hunter gefunden. Passt extrem auf. Der ist hinter die Garage. Ja, ich seh's. Also ich weiß, in welchem Haus der ist. Oder hinter welchem Haus. Da war einer noch an der Baustelle. Ja, einer in der Baustelle. Warte mal.
Bräuchten Unterstützung in Kavala? Hier sind mehrere Leute mit illegalen Waffen, die hier auf Polizisten schießen. Der im blauen Offroader war. Wer ist das? Der war friendly eigentlich, das ist. Simon. Ja, ich bin im Hubschrauber über euch. Ich könnte einen aufnehmen von euch, dann kann der mit Wärme. Ich lauf mal von der Seite dahin. Können wir gleich machen. Wir wissen ja, wo alle sind. Einer ist in der Baustelle drin und einer ist hinterm Haus irgendwo. Mucke? Eine ja, andere Baustelle. Ich bin im Haus, ich bin am blaue Haus. Pickup links von euch, links für den Bergfront. Einer rausgelaufen? Ich bin das, der hier ist. Kann sein, dass der hinten weggelaufen ist. Kommen wir nach oben, ja? Ja, der ist hier. Ich gehe gerade nach oben. Aber der ist im Haus dahinter, der ist im nächsten Gebäude. Da drin war der gerade. Echt? Ja. Da wo der Hunter hinführt, aus dem Haus kommt, aber ist auch ein drin. Im Haus? In welchem Haus? Ja, mit der Treppe nach oben. Okay, warte. Da bin ich da aber wo? Auch unten drin. Ja, warte. Kann Risiko eingehen, ich werf ge... Hier oben ist keiner. Nee, hier oben ist keiner. Und dann ist er unten. Der war eben hier, wenn ich das... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn da gesehen habe. Oder bin ich einfach nur blöd? Kevin, checkst du mal von außen die, das, Gebäude, das, den Betonbau? Hier in der Baustelle mit dem Kran, oder wo? Ich fahre da gerade rum. Ja, genau, die sind gerade aber irgendwie nicht auffindbar. Der Jesus ist mit einem roten Quad weggefahren, das steht hier. Und die sind dann zu Fuß weiter. Ah, den Jesus habe ich erschossen. Ja, der ist anscheinend wiedergekommen. Da muss ich mir mal die Namen merken. Weil nach der... Also IGSD... hat RDM gemacht und der Jesus fotografiere ich mir mal kurz ab, damit ich später dem Dominik melden kann. Und jetzt erstmal durch. Mein. Also auf Jesus und IGSD habt ihr sofortige Feuererlaubnis. Okay. Falls ihr irgendeine scharfe Waffe habt. So. Also der ist nicht mehr da in dem Haus, oder wie? Nee. Vielleicht außenrum irgendwo hingelaufen. Jedenfalls sind wir gerade auf Stress aus. Das ist klar. Wie kann ich Leben regenerieren? Ja, wir können es gleich tasern. Aber ich glaube, vielleicht geht es nur mit der Handpistole. Ich würde sagen, es geht auch mit dem anderen. Weiß nicht genau. Ich hab den Handpistole ist die... Handpistole ist, glaube ich, deutlich sicherer. Fahr nochmal ganz schnell hoch zum Pfirsichfeld. Sonst kannst du dir so Medic-Dinger kaufen. Ja. Okay. Aber ich habe leider keins dabei irgendwie. Und das heilt auch nur auf 75% hoch. Ja, also ich kann mich immer auf 100% heilen. Okay. Ich weiß nicht, was bei euch gerade los ist, weil sobald man eigentlich als Sanitäter joint, kann man sich auch immer selbst heilen. Unser Fahrzeug ist in die Luft geflogen, hier liegt noch Zeug rum. Wie sehe ich denn, Moment, schließt du mal das Auto ab, oder? Weil ich kann hier ausstellen. Ja, das ist nicht mein Auto, ich weiß nicht, wem das gehört, das stand da einfach rum, ich hab's geklaut. Das ist nämlich mit K auf 92.000, oh, da hat einer Geld, aber... Ja, das war nice. Hast du es nicht auf die Bank? Hey? Nee, ich wusste nicht wie. Scheiße. Immer einlagern. Können wir dir gleich erzählen. Wie. Falsch mal 10.000. Hier. Und fahren wir mal hier um das Gebiet rum und sobald wir den sehen, abschießen. Dann im kleinen Haus, Muka. Da liegt auch noch Geld. Im kleinen? Rechts vom Hunter. Fahrtrichtung. Wenn du Richtung Kavala rein wieder läufst, siehst du? Genau da in die Richtung. Ach dann. Ich muss meinen Kompass wegbelegen. Ich fahr mal ein bisschen langsamer, damit die vielleicht auf mich schießen.
Die haben ja noch Kativas. Wie kann ich denn eigentlich die Namen von den Spielern sehen? Mit dem Maus dort scrollen. Wenn der in der Nähe ist. Okay. Ihr müsst aufpassen, so wie der Typ jetzt links von uns. Wenn der ein Fernglas in der Hand hat, könnt ihr nicht sehen, ob er in den Rucksack guckt oder nicht. Sonst beugt man sich immer so ein bisschen nach vorne. Aber mit Fernglas kann man das machen, ohne dass man sich so beugt. Wir räumen da eure Rucksäcke leer, das ist nicht normal. Ja. Also ruhig verbieten, dann die sollen weggehen, sollen das nicht machen. Sie sollen einfach Abstand von euch halten, wenn sie trotzdem dran gehen, dann nimm sie fest. Sag ihnen erste Verwarnung, falls was im Backpack fehlt, gleich Ticket ausstellen. Falls er nochmal näher dran geht mit dem Fernglas, ist die zweite Verwarnung plus etwas höheres Ticket. Beim dritten bis vierten Mal dann JVA, weil das ist dann einfach nur noch Trolling. Yo Leute, ich hoffe, diese Altes-Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Hier oben habt ihr noch eine der letzten DayZ-Folgen und unten die letzte Altes-Live-Folge. Haut rein, schönes Wochenende euch!